figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Ja, wir sind heute in der Nähe der Horni, wie ich sie ganz gerne nenne. Nee, der Orni natürlich. Und zwar hier beim Kleeblatt-Kurier. Ich habe für sie schon mal eine Mission fertig gemacht. Ich habe nämlich hier in den Bergen... warte mal, der war hier... Da ist auch mein Pferd. Kann ich euch ja mal zeigen. Sollte eigentlich... Hallo? Anscheinend kommt es nicht. Ist zu weit weg. Ist ja ziemlich dumm. Aber egal. Mein Pferdelein. Habe ich dort abgeholt. Es ist hier von einem Drachen bewacht gefühlt gewesen. Ich habe natürlich nicht gegen den Drachen gekämpft, ich habe es umspielt. Und habe den da mitgesackt. Und habe dafür schon die erste Mission jetzt gemacht. Und es ist auch ein spezielles Pferd, es ist Zeldas Pferd. Ah, Link, so früh am Morgen schon bei der Arbeit. Wie läuft denn so, verstehst du dich mit Pien? Oh, hast du Pien aus den Augen verloren? Soll eigentlich gerade am Stall des Waldes zu finden sein. Der liegt in Eldin. Im Nordosten und ist ein Halt auf der Straße nach Goronia. Als ich in der Nähe eines großen Pferdes niederließ, haben sich die Leute über nichts anderes mehr geredet. Aber in letzter Zeit hört man gar nichts mehr davon. Also in Pien losgeflogen, weil er meinte, dass er dort einfach eine gute Geschichte darauf warten muss, entdeckt zu werden. Wir haben überall Mitarbeiter, die nach Informationen über den Verbleib von Prinzessin Zelda Ausschau hatten. Der Kleeblatt-Kurier steht in dieser Sache fest an deiner Seite. Ja, ich soll zu dir kommen wegen dem Pferd. Nicht wegen sonst was. Okay. In Eldin. Kann ich überhaupt schon dahin, weil ich verbrate mir meinen Arsch. Stall des Waldes, der ist ja hier. Bei dem war ich komischerweise schon. Weil ich habe sonst keine Stelle offen, außer die beiden. Und wir können auch noch kurz noch Batterien upgraden. Lolololololo. Hallo, mein Freund. Da bist du, sagt Gesicht. Moment, ich muss mal kurz pennen. Wir nehmen natürlich das Luxusambiente. Hier. Hallo, mein Pferd. Nee, habe ich ja schon alles. Habe ich schon alles abgeändert. Aha. Ja, als ob ich irgendwie... Ah, es ist mein Lieblingspferd. Es ist golden, ey. Ja, also... Bewege dich. Ah ja, und ab 40, glaube ich, kriegt man alles halbiert. Oh.
Ich bin Marlon, Gott der Pferde, nächtliche Erscheinung, Stallpferd. Es läuft über Miasma. What the fuck? Satoriberg am Fuß, auf der Ebene. What the fuck? Satoriberg? Wir gehen da gleich mal nachgucken. Könntet ihr mir etwas über die Nacht erzählen, die Nacht, in der sich die große Welt zurückzog? In Ordnung. Also, es geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fee zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um ihr einen Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall. Es war entsetzlich, entsetzlichissimo. Plötzlich sprang eine Frau mit blondem Haar direkt vor unseren Wagen. Das Pferd bekam es mit der Angst und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einem der unseren sozusagen ein Vollmitglied des Ensembles. Unser lieber hochgeschätzter Allegro hat ein paar seiner Räder eingebüßt. Welch entsetzliches Unglück. Der Allegro ist unser Wagen, hätte ich erwähnen sollen. Ohne ihn können wir nicht einmal unsere Instrumente transportieren. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch die große Fee scheint noch immer vor etwas Angst zu haben und versteckt sich in ihrer Knospe. Ich bin mir sicher, dass diese Frau irgendetwas mit der großen Fee gemacht hat. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wer sonst läuft nach einem Unfall einfach so davon, ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung? Nun, was auch immer im Grunde war, sich zu verstecken, wir möchten für die große Fee spielen, um sie aufzuheitern. Doch da der Allegro kaputt ist, können wir unsere Instrumente nicht transportieren. Ach ja, eine blonde Frau, also ich frag mich, ob... Ah, das ist die Quest. Wir waren ja schon mal bei der großen Fee, ne? Ach, Sian, hallo Kollege, wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist. Du kommst gerade recht, denn... Halt dich fest, es gibt Arbeit. Die Musiker hier berichten, dass sich die große Fee in der Nähe dieses Stalls in ihrer Knospe versteckt. Der Grund dafür könnte eine blonde Frau sein, die in irgendeiner Form in diese Sache verwickelt ist. Ich denke ja, dass die Möglichkeit durchaus gegeben ist, dass es sich dabei um Prinzessin Zelda handelt. Natürlich drucken wir nicht einfach unüberprüfte Gerüchte in unserer Zeitung ab. Daher müssen wir zumindest einmal die große Fee selbst fragen, wie sich alles zugetragen hat. Nicht so hastig. Unsere Reporter haben wie ein geflügeltes Wort. Eile mit Weile, sonst vermasselst du die Schlagzeile. Rekapitulieren wir erstmal, was wir bereits über die große Fee wissen. Siehst du die große, seltsame, anmutende Pflanze dort auf der Anhöhe dieses Pfades? In der Knospe befindet sich die große Fee und man sagt, dass sie der Musik dazu getan sei. So soll sie sich zuweilen auch schon dem Stall genähert haben, um den Auftritten des Ensembles zu lauschen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gerücht, das ich noch nie verifizieren konnte. Man sagt außerdem, dass die große Fee Reisende mit ihrem Segen schützt. Daher ist ihre Präsenz für den Stall von großer Wichtigkeit. Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, zur großen Fee zu gelangen. Aber unser Pferd ist davongelaufen und unser Wagen, der Allegro, ist kaputt. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Habt ihr das Radteil? Einmal. Und noch eine Möglichkeit geben. Hat den Allegro bearbeitet. Vielleicht bewegt er sich jetzt. Schnell steigen wir auf, bevor unser Helfer sich noch anders überlegt. Und wie soll ich das jetzt machen? Oh.
Was ist mit dem Geschirr? Ah, nee. Weil ich weiß, dass ich das freigeschaltet habe, dass ich jetzt Sachen ziehen kann. Bro! Ich bin auch gerade in Sorge, Bro. Nee, Bro, hallo. Hä? Wie macht man den Scheiß? Hier! Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich hab doch das Set. Ah, hier. Moment, ich habe da so eine geringfügige Idee. Na? So. Aha. So. Voilà. Geht doch. Warum nicht von Anfang an so?
Vielen Dank, von hier aus können wir alles weiter übernehmen. Los, Herr Kapellmeister, es ist an der Zeit, die Aufführung vorzubereiten. Legen wir unser ganzes Herz in diese Aufführung um den großen Fee willen. Okay. Na, endlich. Oh, sieh nur, Violan, die große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wahrlich erhaben. Du hast es geschafft, Kollege. Ich habe gesehen, wie sich die Knospe geöffnet hat und bin sofort hergeflogen. Das ist sie also, die große Fee. Ah, diese sanften Klänge konnte ich nicht widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Doch was ich hier erblickte, unterscheidet sich sehr von Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprach von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich mich zu verstecken. Aber da ich nun darüber nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich ein äußerst merkwürdiges Gefühl. Es war nachts, da konnte ich ihr Gesicht nicht deutlich erkennen. Vielleicht habe ich sie also verwechselt. Sie hat ausgesehen wie Prinzessin Zelda, aber es war nicht Prinzessin Zelda. Wie kann das sein? Hinter dieser Sache scheint ein noch finsteres Geheimnis zu stecken, als ich anfangs dachte. Andererseits ist allein die Tatsache, dass die große Fee sich wieder zeigt, schon ein Riesenschlagzeile. Ich sollte mich beeilen und einen Artikel darüber schreiben. So, Kollege, damit sind wir nun zwei Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier für dich, Nesthäkchen. Das ist aber noch nicht alles. Kletis hat auch noch etwas für dich. Kleeblattkurierstoff, robuster Stoff im Stil des Kleeblattkuriers, scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Ah, Hateno müssen wir auch nochmal besuchen. Nekluda auch, okay, du hast bestimmt schon die eine oder andere Idee, was du damit anfangen kannst, oder? Jedenfalls schreit diese Präsent im Pferd. Gedruckten Großbuchstaben, jetzt bist du vollwertiges Teil der Kleeblattkuriers. Boah, das hätte Kletis auch ein bisschen direkter zum Ausdruck bringen können. Also noch einmal, Kollege, mein allerherzliches Willkommen in unserer Mitte. Ich werde beim Kurier von dieser Angelegenheit berichten. Da wird ein sehr lesenswerter Artikel. Abflug! Und tschüss. Und wir können upgraden. Herr Kapellmeister, ich dachte immer, dass der Ensemble sich aufgelöst hat, weil alle meine Geige überdrüssig waren. Papalapap, papalapapissimo. Violan, deine Geige hat einen vorzüglichen Klang, der sogar das Herz einer großen Fee bewegen konnte. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn ich meine Geige spiele. Auch die anderen großen Feen sollen sich in ihrer Knospen verbergen. Ich möchte sie mit meiner Musik aufheitern. Oder vielmehr mit unserer Musik. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Verkünde hiermit die Neugründung des Ensembles zügellos. Reisender, ich danke dir, dass du uns so weit gebracht hast. Zurzeit mag dieses Ensemble nur aus uns zwei bestehen, doch wir werden wieder und vollständig sein. Daran glaube ich fest. Gut, dann sollten wir gleich alle nötigen Vorbereitungen treffen, Violan. Beilen wir uns, um für die große Feen zu spielen, die sich noch verborgen halten. Okay. Ihr habt beschäftigt gewirkt, daher wollte ich mich schon in meine Knospe zurückziehen. Doch dann bemerkte ich, dass ihr darüber sprach, meine Schwestern aufzumuntern. Und so hielt ich inne. Insgesamt sind wir zu viert. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwestern in ihren Knospen verbergen. Kriegen wir das jetzt alles?
Aufgedeckt? Geil. Mia sollte sich in der Nähe des Stalls in Hebra aufhalten. Kaiser hält sich in der Nähe des Stalls in der Ebene von Hyrule auf. Kotura ist in der Nähe des Stalls in West Necluda. Ich war um sie besorgt, doch nachdem ich nun die Pläne des Ensembles kenne, bin ich zuversichtlich. Sollst du noch anderen Knospen sehen, sprich bitte unbedingt auch mit meinen Schwestern. Oh, und bei der Gelegenheit möchtest du, dass ich deine Ausrüstung für dich verbessere? Im Moment kann ich deine Kleidung nur ein wenig verstärken. Oh, warum nicht? Oh, meine Dunkelrüstung kann ich nicht verstärken. Manche Sesselten nehme ich nach zweimaligen Verstärken alle zugehörigen Kleidungsstücke einen Set-Bonus. Aber wie gesagt, nur manche Sets. Okay. Aber ist ein bisschen billig. Ah ne, rotes Schleimgelee. Ah, das macht dann die Sache wieder... wieder prickelnder. Also beispielsweise problematischer. Weil du halt nicht immer an diese Schleime-Dinger kommst. Weißdrachenschuppe. What the fuck? Und davon kriegst du eigentlich nur eine. Pro Mal, pro Runde, weil dann leuchten sie immer. Weil ihr müsst wissen, alle Drachen, die sie... Es gibt vier Drachen, die ich gerade weiß. Die... Ein Weißdrachen mit dem Master Sword oben drauf und drei. Also Eldra, was auch immer, oder wie sie alle heißen. Der Elektrofeuer und der Eisdrache. Und... Naja, wenn die drumrum schwirren, ne? Jedes Mal, wenn sie eine Runde gedreht haben, dann... reaktivieren sie, blöd gesagt, sich und ihr könnt eigentlich rein theoretisch auf ihnen draufbleiben und immer, wenn sie wieder leuchten, draufhauen. Entweder aufs Horn, auf die Schuppe oder wo auch immer. Sollst du jemals irgendwo in Hyrule einen riesen Knast begegnen, dann spiele auch für sie etwas Musik, ja? Meine Schwester Kudra findest du bei einem Stall nahe des Zwillingsbergen in der Necluda-Region südlich von hier. Aha. Warum sprichst du die so explizit an? Ich gehe nochmal zurück. Weil eigentlich müsste ich jetzt alle Feen durchnehmen. Das klingt so falsch, aber ist so. Weil, weil wir sind jetzt gerade bei den Feen, ne? Und das wäre nur fair, die in ein Paar zu packen. Und wir haben erst 24 Minuten, aber ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesen, ne? So. Voila. Hier durch. Da gibt es übrigens noch, ja, ihr wisst schon, ein Krog. Na los. So, da wären wir wieder. Ah, Link, du bist wirklich unermüdlich. Wie läuft's denn so? Verschießt du dich mit Pien? Oh, du hast Pien aus den Augen verloren. Du sollst der beim Stall der Zwillingsberge sein. Der liegt im Westen der Cluda, am südöstlichen Rand Hyrules.
hat nämlich von der Giga-Bande eine Nachricht bezüglich Prinzessin Zelda erhalten. Ja, mir waren mit dabei die Nachricht. Ah, gut. Das heißt, ach, deswegen hat sie es nochmal erwähnt. Gut. Weil da halt die Mission weitergeht. Und dann müsste hier irgendwo der Stall sein in West Nekluda. Gucken wir mal. Hallo, wollen wir jetzt zu blau? So. Ta 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 ta. Ah, komm. Da unten ist es. I see that shit. Und die Knospe sehe ich auch schon da hinten. La 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 la. Nehmen wir direkt mit. Dann müssen wir nie wieder hier von kilometerweise weit weg dorthin. Hui. Aha. Ja, ja. Hey, mein reisender Freund. Lustig, wie man sich so wieder sieht. Bist du unterwegs, um wieder eine große Fee zu besuchen? Huch, na, da lag ich wohl falsch, wie es scheint. Ich dachte bloß, du wärst hierher zum Stall der Zwillingsberge gekommen, um die große Fee Kotra zu finden. Leider versteckt sich auch die hiesige große Fee in ihrer Blumenknospe und will nicht hervorkommen. Schlimm ist die Verschreckung, genau wie die große Fee am Stall des Waldes, und zeigt sich einfach aus Angst nicht. Die große Fee dieser Region war ganz verliebt in Beats Trommelei. Die Klänge seiner Trommel machten sie sehr froh. Ich würde sie ja nur zu gerne mit etwas Getrommel aufheitern, bloß Beats ist leider nicht hier. Ah, Beats war übrigens ein junger Trommler in unserem Ensemble. Eines Tages ist er plötzlich abgehauen und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ein Reisende aus Kakariko im Norden von hier hat berichtet, an einer Kehre der Straße durch das Paule-Gebirge seine Trommelschläge zu hören. Kakariko, okay. Und wo ist Kakariko? Keine Ahnung von der Historie von... Aber wir müssen sowieso noch auf den Satori-Berg. Da gehen wir kurz mal hin. Wir lassen uns kurz mal in die Höhe schießen. Das ist so dumm.
Aber dann schneide ich das halt so zusammen, dass es dann passt. Boah, ist das behindert. Ohne Flachs. Satori-Berg? Ein Pferd, was über Miasma laufen kann? Wir können doch das Ding nicht. Also, wenn es das ist, was ich denke. Ja, hallo. Wir werden kurz mal auf dieser Insel da landen. Wenn wir da fertig sind zumindest. Bevor wir hier noch zum Kollegen Schreiniboss rüber gehen. Ah, war das hier die Flugprüfung? Ja. So kriegt ihr nämlich ein anderes Set. Und das war jetzt erst der Anfang. Jetzt haben wir hier einen Schrein gekriegt. Aktivieren wir auch sogleich. Es gibt drei von diesen Kackbratzen. Und dafür kriegt ihr mal ein Rüstungsteil, was die Aerodynamik beim Fallen und so steigern lässt. Okay. Heißluftballon. Okay. Karte will ich. Hätte ich nicht gedacht. Weil jetzt müsste ich wieder ganz nach oben. Auf die Plattform und das noch einmal machen. Und zwar durch den hier. Nee, der befördert uns direkt hin. Es ist schon lange her, dass jemand auf diese Insel kam, um sich der Zeremonie zu stellen. Sei willkommen, ich habe deinen Sturzflug vorhin beobachtet. Du scheinst bereit zu sein. Dann beginnen wir die Zeremonie. Bist du bereit? Dass du die Sturzflugzeremonie noch nicht kennst? Ja. Ein besonderes Gewand. Ich bin bereit. Machen wir das noch. Und dann muss ich wahrscheinlich schnell kurz aufhören, weil gleich meine Frau wieder nach Hause kommt. Mit meinen Kindern. Was, 35 Sekunden oder was? Okay. Hallo? Oh.
Nein! Ich hab's verkackt. Nein! Ich hab das so hart verkackt. Boah, bin ich beschissen. Boah, bin ich beschissen. Wann dringend drücke ich R3? Ja, schon wieder. Ja. Danke, 20 Sekunden. Kein Problem, Arschloch. Deine Zeit beträgt 20 Sekunden. Blibla, du hast deinen Mut klar bewiesen. Dies ist dein Beweis deiner Reife. Ich bin... Oh, die Harnisch. Vielleicht schaffst du es, den Rekord von 20 Sekunden noch zu unterbieten. Möchtest du erneut an der Zeremonie? Nö. Das kommt aber zu... das werde ich wahrscheinlich auch noch in dieses Video klatschen, aber... Zuallererst noch den Satori-Berg. Das ist dort der Satori-Berg. Ich glaube ja, ne? Ich hoffe, die drei Ringe reichen bis da nach drüben. Das wäre jetzt grauselig scheiße, wenn nicht. Und dort unten kann ich noch... Oh, sehr geil. Ey, wehe, das reicht nicht. Bitte, 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 bitte. Aha. Fit-Karotte. Was macht denn Gerudo hier? Oh, du bist aber ein ansehnlicher Woi. Da treffen wir uns also an einem derart romantischen Plätzchen, ob du gar mein Woi fürs Leben bist. Tja, schön wär's, aber dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du gerade nicht auf der Suche bist. Zu schade. Also ich denke mir, wenn ich irgendwo einen wundervollen Woi treffe, dann an einem geheimnisvollen Ort wie diesem. Da fällt mir ein, man erzählt sich merkwürdige Dinge über Kirschbäume. Das heißt, dass gelegentlich eine seltsame Kreatur namens Satori in ihrer Nähe gesichtet worden sein soll. Ich habe dieses Wesen allerdings noch nie gesehen. Dabei würde ich schon gerne wissen, wie es aussieht. Satori soll Früchte mögen, also hätte ich vielleicht einfach welche mitbringen sollen. What? Und was für Früchte? Aha. What the fuck? Huh?
Au. Hä? Hä? Überall. Ich check's gerade gar nicht. Hä? Ich nehme mal das hier ein, dann müssen wir nie wieder hier hinspringen. Also, ne? Was will mir das Spiel damit sagen? Oder dieses Pferd? Ich blick's nicht. Aha. Jetzt eine Truhe. Das einst zu Ehren der Weisen in diesem Schrein verwahrte Schwert ruht nun in Deubran nördlich des Waldes von Hyrule. Hä? Ja, scheiße, wa? Ja, und wie kann ich das jetzt holen gehen? Hallo. Hier aus dem Brunnen raus. Dein Ernst gerade? Exile Force? Tja. Das hat wehgetan, ne? Sackgesicht. So.
Was für ein Arschloch. Aber es kann ja nicht sein, dass es nur das ist. Höhle am Jahrtausendbaum. Geh mir nicht auf den Sack oder du fliegst. Hä? Ey. Seid ihr dumm oder so? Ach, auf einmal. Das ist aber schon mal interessant hier. Aha. So, weiter geht's. Ich habe jetzt extra gecuttet, weil es dort unten im Baum nur was gibt, was dann für eine spätere Quest für ein anderes Video gut ist. Denn hier waren wir nämlich im Jahrtausendbaum drinne und dort hat es eine Hose drin. Die habe ich kurz nur angeschnitten, damit ich sie dann ins andere Video reinpacken kann. Gut, so, ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter mit den Feen. Wir waren ja eigentlich hier, ne? Und ich habe den Kollegen nicht gefunden. Ja, ist logisch, wenn ich so ein Vollpfosten bin und das Tagebuch nicht aktualisiert habe auf eine Serenade für Kautra oder Kautura. So, und hier haben wir ihn. Der wurde nämlich auf der Karte wirklich angezeigt. Bienchen, Bienchen, Simsam, Summ, hier spielt die Trommel, Bing, Bam, Bum. Kommt mit eurem Gaben, bringt mir eure Waben. Bienchen, Bienchen, Simsam, Summ. Was kommst du denn? Jetzt bring mich nicht aus dem Takt, Kumpel. Ich will nämlich Bienen anlocken mit meinem Trommelspiel. Oh Gott, mach doch kein Gesicht wie ein
Octorok. Noch nie jemanden gesehen, der mit Rhythmen Bienen anlocken will? Na gut, ich weiß es selber, die Idee ist Käse, aber ich will es wenigstens versuchen. Ich hatte nämlich vor dem Leiter unseres Ensembles Partiturio eine kleine Freude zu bereiten. Und da dachte ich, hey Beats, dachte ich, du könntest ihm doch sein Lieblingsessen zaubern, einen leckeren Honigcrepe. Doch dafür fehlt mir der Honig als Zutat und ohne den Essig mit dem Süßen. 3 Portionen Honig bräuchte ich insgesamt, da muss ich Gas geben, auch wenn es hoffnungslos ausschaut. Ich habe gehört, dass es in der Nähe des tiefen Abgrunds bei Kakariko im Norden Bienen geben soll, aber bei dem Abgrund wird mir Angst und Bange, da traue ich mich nicht dran. Jupp, und dann habe ich schon vorsorglich geholt. Hey, was weht mir da für ein Aroma entgegen? Irgendwas Süßes, irgendwas Goldiges? Sag mal, hast du etwa in deiner Tasche edeldelikaten Bienenhonig für mich? Boah, da trommelt mein Herz einen Solo für dich. Also haben meine Rhythmen vielleicht die Bienchen kalt gelassen, aber dich, gute Seele, haben sie erreicht. Perfekt, damit kann ich endlich unseren Herrn Kappelmeister ein feinschmeckertastisches Honeycrab zaubern. Danke, du hast die Wabe meines Herzens mit Ambrosie gefüllt. Hier, bitte nimm, ist ein kleines Dankeschön. Silberner Rubin, okay. Huch, das Ensemble zügellos spielt wieder, wirklich? Na dann darf ich mit meinem Trommel doch keinesfalls fehlen. Wenn ich von Stall zu Stall ziehe, sollte ich auf jeden Fall irgendwann auf meinen Mitmusikanten stoßen. Also gut, Herr Kapellmeister, ich komme. Vielleicht sehen wir zwei uns ja auch mal wieder. Ja, dann bis neulich. So, und jetzt müssen wir instant wieder zurückporten. Wo ist der Schrott? Der ist hier. 1 zu 1. Jetzt können wir direkt hier hin. Angeblich ist die Brücke kaputt. Deswegen müssen wir rüber schwimmen. Habe ich schon gesehen. Muss mich dezent spoilern lassen, wie man dort rüberkommt und so weiter. Also beispielsweise, was man alles braucht. Textlich weiß ich nichts, deswegen kann ich das je nachdem auch noch nicht richtig flüssig lesen. Geht man natürlich hier wie immer mein Bestes, aber gut. So, wir gehen jetzt hier. Was zum Fick bist du denn? Ich habe eine Idee. Das wird jetzt zwar gleich scheiße enden, aber was muss, das muss. War auch nicht einfach, also war nicht sonderlich schwierig zu erraten. Ein Korken in einem Baumstumpf, der da nicht hingehört, war jetzt nicht sonderlich schwierig, Bro. Ach, je. Das war so komisch, es sah so crap aus, so eine Trommel im Wasser. Sag mir jetzt nicht, dass mein Bogen kaputt ist. Nö, ist nicht kaputt. Autsch. So. Oh, mein reisender Freund, sieh nur. Nein, hör nur. Pietz, unser wackerer Trommler Beats ist wieder bei uns. Was bin ich nicht nur für ein lausiger Ensembleleiter, meinen Musikanten solch Sorgen zu bereiten?
Das schwindende Publikum war natürlich nicht gerade motivationsfördernd, aber jetzt schlägt das Herz des Ensemble zügellos wieder im Takt vom Beats Trommel. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere, ich bin es ekstatisch, ekstatissimo. Übrigens, mein reisender Freund, machst du dir Sorgen um die große Fee? Aha. Das haben wir ja vorgelesen schon. Über die der Weg zur großen Fee führt, ist kaputt. Mit Pferdewagen scheint es aussichtslos, das An- und Ufer zu schaffen. Herr Kabelmeister, wenn die Brücke hinüber ist, könnte man dann nicht einfach durch den Fluss durchwarten? Auch eine Idee. Was soll's? Marschieren wir einfach durchs Wasser. Gut, der Beschluss steht fest. Dann mal los, Leute. Alle rüber zum Fluss. Wenn die große Fee sich wieder zeigt, dann wird sie ganz sicher auch dir ihren Segen schenken, Reisender. Wenn du Lust hast, begleite uns doch zu ihr. Okay. Hallo, Jungs. Das Ding brauchen wir. Hä? Oh Mann. Mein Elektron. Aha. Ah, ja, aber dann brauche ich das Ding auf dem Ding. Ich sag's gerade so, wie es ist. Wenn wir den Fluss hier überqueren, aber hier war Ende Gelände. Und den Alligator schwimmen zu lassen, war aufgrund der Strömung keine gute Idee. Die große Fee ist so nah und doch so fern. Das Ding muss darauf. Aha. Jetzt plötzlich darf ich euren Scheiß verschandeln. Ach was, Arschlöcher. Auf einmal. So. So, los, Abmarsch. Nicht rumheulen. Abmarsch. Logisch. So, weiter ins Wasser. So. Gott, ich krieg zu viel. So. Let's go. Hä? Wait a minute. Hä?
Hä? Wisst ihr was? So, dann wird es definitiv hinten schwerer sein. Wenn nicht, fresse ich einen scheiß Besen. Falsch. So. Okay. Ah, auf einmal funktioniert's. Sackgesicht. Also währenddessen sind wir also Musikanten alle fertig machen. Es geht um nichts Geringeres als die gute Laune der großen Fee. Oh Mann. Und das muss ich auch meinen Tagen noch erleben. Oh, die große Fee hat ihr liebliches Antlitz gezeigt und ihre einsiedlerische Phase scheint jetzt auch beendet. Da schlägt doch gleich mein Herz höher und meine Trommel sowieso. Die Musik des Ensembles Zügellos ist wahrhaftig das Patentrezept gegen Angst und schlechte Laune. Noch einmal tausend Dank. Hier habe ich eine Belohnung für dich, die dir die Tasche sprengt. Komm schon, zier dich nicht. Endlich ist meine Tasche leicht, jetzt kann ich mich ganz aufs Dirigieren konzentrieren. Der lieben Kultura geht es wieder glänzend, glänzendissimo. Aber leider war sie nicht die letzte große Fee, die sich in ihrer Knospe zurückgezogen hatte. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern könnten. Weiter geht's, die Reise, verehrter Reisender, vielen Dank. Okay. Herrlich, wieder hier draußen zu sein. Die frische Luft ist einfach betörend. Der feurige Rhythmus der Trommel hat mein Herz erwärmt. Bleibt nur zu hoffen, dass dir in meiner Gegenwart jetzt nicht zu heiß wird. Nun denn, wenn du mir die notwendigen Materialien bringst, verstecke ich deine Kleidung. Na, wie wär's? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein gutes Stück zu verstärken. Aha, interessant. Ich war schon in Kakariko. Deswegen... hab mir die Sachen hier gekauft. Aber irgendwie kann ich nichts upgraden. Bossbockhorn. What the fuck? Was ist denn das? Hab ich noch nicht gekillt bis dato. Und das da, das Stück ist nicht verstärkbar. What the fuck? Hinox Fußnagel. What the fuck? Behalten wir noch. Tschüssi, Fräulein. So, dann geht's weiter zur nächsten. Und das wäre... was bist du? Quelle der großen Fee. Die ist noch zu. Dann gehen wir mal hier hin. Müsste ja auch hier in der Nähe einen Stall geben.
figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah.